Ich bin Pauline Jaksch, betreibe Kanu-Rennsport und bin Nachwuchssportlerin des Monats August. Die Faszination ist, dass wir so frei sind auf dem Wasser, dass wir die Umgebung vom Wasser genießen können und die Leute einfach unglaublich cool sind. Also ich könnte mir kein Leben mehr ohne Kanu vorstellen, weil ich möchte mir das auch immer beibehalten, auch wenn es nur denn irgendwie mal nur in der Freizeit ist. Aber ich finde den Sport einfach so toll und sowieso alles, was mit Wasser und Bootfahren zu tun hat, ist einfach super. Definitiv die 500-Meter-Strecke ist meine Lieblingsdisziplin, da das einfach das perfekte Mittelding ist aus Sprint und doch der lange Streckenschlag, weil Sprints, muss ich sagen, kann ich gar nicht. Da komme ich gar nicht so hoch mit der Schlagfrequenz und die langen Strecken wie 1000, die sind einfach quasi zu lang und 500 ist das perfekte Mittelding und das läuft da auch dieses Jahr ganz gut. Ja, also meine größten sportlichen Erfolge sind 3 deutsche Meistertitel, 4 vize-deutsche Meistertitel, dann noch einen 3. Platz bei den Olympic Hope Games 2018 und eben jetzt 2021 den Vize-Europameistertitel im Einer über die 500 Meter und den 3. Platz im Zweier über die 500 Meter auch auf der Europameisterschaft. Also wenn man jetzt das Ganze vergleicht, dann sieht man, dass Pauline im Juniorenbereich schon in Zeiten fährt, die von der Leistungsspitze im Damenbereich nicht so weit entfernt sind. Also in den letzten Jahren gab es selten Junioren, die so schnell waren. Pau Pau. Da fallen mir viele ein, aber ich muss mich jetzt begrenzen, da fallen mir sehr viele ein. Lügen. Ein Flamingo. Flamingo? Da kann man den ganzen Tag im türkisenen Meer chillen, ist doch cool, auf einem Bein. Wenn es gut läuft, 2024. Wählt euren Nachwuchssportler des Monats September. Bis zum 31. August könnt ihr noch abstimmen.